Ich träumte von einer international besetzten Liebesgeschichte. Ja, ja gut, jetzt war ich ja schon in Baden-Württemberg, ne? Das ist ja schon national. Da fehlte aber das Inter. Das Inter wie bei Inter Mailand. Ach, so ein schönes interzelluläres Intermezzo im Intercity ohne Interrupto. Weißt du, in meiner Fantasie, da sah ich immer diesen unglaublich gut aussehenden Latin-Lover. Wie er mir auf seiner epilierten Brust seine permanent Schweißperlen zeigt. Und dann mich natürlich im engen Tango-Schritt direkt von der Tanzfläche ins Bett reinschiebt. Weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich könnte jetzt eine Zigarette vertragen. Natürlich, ich hatte so eine schöne Fantasie. Ich habe geträumt davon, wie ich natürlich schon in der ersten Nacht ja, den Zwillingswagen an der Meerespromenade langschiebe. Ja, ja natürlich. Ich war's, Angelina Jolie. Nur selbstgebärend, natürlich. Ja. Und die Kinder, zweisprachig. Mensch, das ist was Tolles. Ja, Kinder, zweisprachig, habe ich mir das toll vorgestellt. Ja, die Kinder haben da richtig was davon. Ja, die können ihnen in zwei Sprachen auf die Nerven gehen. Aber ich hätte mir die Sprache im Traum doch echt etwas besser aussuchen sollen. Ja? Ja, ist doch wahr, sonst stehe ich da und dann verstehe ich nur noch Dönerbude. Ja? Oh, nee, natürlich, ich wollte doch wie alle. Ja, hier, Französisch, Englisch, Italienisch, das bessere Ausländisch. Aber doch nicht so viele Üs. Jetzt mal ehrlich, können Sie sich so ein Porno auf Türkisch vorstellen? Ja gut, ich meine, der Türke, der ist einfach hierzulande nicht als Latin-Lover verschrien. Ja? Obwohl er sich beim Salsa-Tanzen schon öfter mal Carlos nennt. Ja, ja habe ich schon echt. Ne? Also, ach nee, also ehrlich. Ja. Der Türke hat ein Image-Problem. Ja? Oder anders gesagt, wenn ich jetzt sage, ich bin mit einem Türken zusammen, dann muss ich im gleichen Atemzug hinterher schieben, der ist aber nett. Ja klar. Ne? Und jetzt bei uns zu Hause. Türkisch als zweite Sprache. Ja, das ist super. Haben Sie schon mal Türkisch gelernt? Viele Üs, kann ich bloß sagen, ja. Also, nein. Also, das ist unglaublich. Und überhaupt der Name, so ein türkischer Nachname, der ist ja wie eine Nachgeburt. Der hört einfach nicht auf. Ja, meiner hier, Cevi Kolu. Oh, gut, da denken manche Leute, hört sich gar nicht so türkisch an, italienisch vielleicht. Oh, hier die Oper, die Schuhe, die Mode, super. Und ihrer jetzt, türkisch. Will sagen, ich bin auf einmal in eine Situation gekommen, ich bin auf einmal Migrantin auf dem zweiten Lebensweg geworden. Ja. Das sind Dinge passiert. Ich stand natürlich da, wie alle dastehen irgendwie. Ach Gott, die stellen sich doch irgendwie total an mit der Diskriminierung da irgendwie. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Nein, das ist nicht so schlimm. Ja, wenn Sie es mal selber erleben, ich kann Ihnen sagen, versuchen Sie mal mit einem türkischen Nachnamen eine Wohnungsbesichtigung zu bekommen. Ja, ach, die Wohnung ist sehr schön, 3 Zimmer Balkon. Wie heißen Sie denn bitte? Oh, ich sehe gerade, die ist gerade vergeben worden. Oder wo mir die Drähte das erstmal richtig aus dem Hals rausgesprungen sind, meine Tochter. Ja? Spracherhebung in dem Kindergarten, die war gerade 3 Jahre alt. Meine Tochter spricht noch nicht mal Türkisch. Ja? Also wollte aber an dem Tag einfach nicht reden mit der Tante da, die keine Schokolade hatte. Nichts zu machen, ja. Und dann schreibt die natürlich, türkischer Name kann kein Deutsch. Da pumpt es aber auf einmal, das kann ich Ihnen sagen. Ne? Da pumpt es auf einmal, ja. Ach, nee. Also ich meine, wenn ich jetzt hier so reingucke, muss ich ja sagen, es ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ein Türke in Ihrer Familie auftaucht. Oder vielleicht in Ihrer. Und was sagst du dann? Da stehst du da und sagst dann, Gülle, Gülle. Ha?
apropos Familie. Ja? Wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann macht es ja auch noch die Familie schwer. Ja, meine Mutter ist wirklich überhaupt nicht ausländerfeindlich, sagte sie. Ja? Aber als ich ihr mitgeteilt habe, ich heirate einen Türken. Mädle, haben wir was falsch gemacht? Geht's dir nicht gut? Um Gottes Wille, sag mal, ist er auch noch Moslem? Um Gottes Wille, er ist Moslem. Moment, ich sehe dich schon mit dem Kopftuch durch die Gegend laufen. Um Gottes Wille, du weißt doch, dass die wirklich anders da sind, ja? Auch ohne rum. Ja, Mama, ich weiß. Die haben so ein Minarett mit einer Moscheekuppel oben drauf. Aber die machen es 5-mal am Tag. Als ich das meiner Mutter gesteckt habe, ja, seitdem versucht die meinen Vater mit allen Mitteln zum Islam zu bekehren. Da ist aber richtig hier so, Karl-Heinz, soll man nicht noch ein bisschen beten gehen? Nee, ich habe nichts gegen Türken, ich habe doch selber einen zu Hause. Ja? Aber das mit dem Nachnamen, das finde ich wirklich störend, das würde ich heute anders machen. Also Nachnamen, einen solchen Nachnamen überhaupt auszusprechen am Telefon, da kommen ja Reaktionen wie, ich kann Sie nicht verstehen, können Sie den, ich habe ihn schon vorher 20 Mal gesagt auf Deutsch, ja? Ich kann, können Sie bitte faxen, E-Mailen, Rauchzeichen, irgendwas, damit ich es verstehe, oder wissen Sie was, sagen Sie ihn doch einfach mal richtig auf Deutsch. Klar sage ich Ihnen den Nachnamen richtig auf Deutsch. Ja? H wie Heinrich, I wie Ida, T wie Theodor, L wie Ludwig, E wie Emil und R wie Richard. Spricht sich aber Cevicolo. Gülle, Gülle.